Wunderschöne Taschentücher. Die braucht man natürlich, um die Tränen zu trocknen. Tränen der Freude, Tränen der Trauer, Tränen der Verwunderung, Tränen der Bewunderung. Und da steht für mich die goldene Kamera einfach für ganz große Momente. Und da fallen mir direkt zwei ein. Der erste, 2006. Das war ein Mix aus Trauer und auf jeden Fall auch einer Wahnsinnsfröhlichkeit, muss man dazu ja sagen. Rudi Carrell, gezeichnet von einer schweren Krankheit, bekommt die goldene Kamera für sein Lebenswerk, kommt auf die Bühne und fängt an, mit einer piepsigen, fiepsigen Stimme zu sprechen, die natürlich gezeichnet war durch die schwere Krankheit, die er hatte. Und ich saß vor dem Fernseher und dachte nur, Wahnsinn, was für ein Mut! Und was für eine Kraft er aufgebracht hat, um vor Kollegen, Freunden und vor einem Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirm auf die Bühne zu treten und diesen Preis persönlich entgegenzunehmen. Da habe ich gedacht, Chapeau, Hut ab, was dieser Mann geleistet hat und in dieser Sekunde leistet und was mich dann wirklich vollends aus meinem Sofa rausgeschossen hat, war die Tatsache, wie er sich dann beim Publikum bedankt hat für das, was er jahrelang mit ganz viel Freude und vor allen Dingen ganz viel Spaß und Leidenschaft machen durfte, dass er erstmal einen Witz über seine Stimme gemacht hat und über die Situation. Und das hat mir gezeigt, dass Rudi Carrell wirklich ein absolut großer ist und ganz viel fürs Fernsehen geleistet hat. Das war für mich so ein Mix aus Trauer, weil man wusste, leider geht's zu Ende mit Rudi Carrell, und auf der anderen Seite einfach auch, was er für einen Optimismus ausgestrahlt hat und für eine Leidenschaft. Und dann der zweite Moment, der für mich auch ganz, ganz wichtig war, ist, weil ich diesen Mann persönlich total bewundere, habe, ist Blacky Fuchsberger. Ich habe alles von ihm gesehen, alles von ihm gelesen, alles von ihm gehört, was es überhaupt gibt, ob Film, Fernsehen, Funk oder Buch. Und da würde ich gerne, weil ich habe die Gelegenheit gehabt, ihn auch zweimal persönlich zu treffen, eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar war ich in Berlin, ich hatte gerade eine Filmpremiere moderiert eines großen amerikanischen Films, und wir sind dann ins Borchardt gegangen, weil die Produktion oder der Filmverleih alle daran Beteiligten in dieses Restaurant eingeladen hat, und da waren die ganzen Hollywood-Stars dabei, und schräg gegenüber saß Blacky Fuchsberger mit seiner Frau und ich glaube seiner Managerin oder einer Freundin an einem Tisch und guckte immer so rüber, ganz interessiert, und irgendwann habe ich gesagt, so, ich gehe da jetzt mal hin, weil wann habe ich die Gelegenheit, den nochmal persönlich zu treffen, bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, Herr Fuchsberger, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin ein Riesenfan, habe ihm das kurz erzählt und meinte so, junger Mann, setzen Sie sich doch mal zu uns. Erzählen Sie uns mal, was Sie da gemacht haben, was da so los ist. Ich war total interessiert und wir haben da wirklich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde, und das war ein privates Essen, das er da hatte, miteinander geplaudert, und seine Frau war auch total nett, und dann fragt er mich auch, wer das da alles sei. Das war großartig, und manchmal ist es ja so, man hat ein Idol oder man bewundert jemanden und hat dann Angst, diese Person zu treffen, weil die vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so ist, wie man denkt. Und der Joachim Fuchsberger war noch viel besser, als ich mir das gewünscht und auch gedacht habe. Und als er dann 2010 die goldene Kamera bekommen hat und sein erster Talkshow-Gast Harry Belafonte auf die Bühne kam, um ihn den zu überreichen, und die beiden sich dann geknutscht haben und umarmt haben, wie alte Schulfreunde, das war toll. Das war ein Beweis dafür, es gibt die Bromance wirklich, und es gibt ganz, ganz fantastische Menschen, die zu Recht die goldene Kamera verdient haben und bekommen haben. Und ja, ich freue mich darüber. Und solche emotionalen Momente wollen wir Ihnen natürlich in diesem Jahr auch schenken. Und ich bin mir sicher, wir schaffen es auch.